Okay, wir haben uns hingesetzt, um das Buch zu lesen. Ich habe ihr ein Stück Schokolade gegeben und dann, naja, wir sehen weiter, wie es jetzt weitergeht. Plötzlich greift Juri energisch meinen Arm und reißt mich auf die Füße. Dabei stoße ich meine Teetasse um. Veri, mein Herz pocht unaufhörlich, Veri. Ich bin ganz aufgewühlt. Ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Kannst du spüren, Veri? Juri drückt plötzlich meine Hand gegen ihre Brust. Warum geschieht das mit mir? Ich habe das Gefühl, komplett den Verstand zu verlieren. Ich kann es nicht stoppen. Ich will ja nicht einmal mehr lesen. Ich will nur dich ansehen. Ah. Es wird Zeit, unsere Gedichte miteinander zu teilen. So, unser Gedicht zeigen wir zuerst Monika. Veri, ich glaube, du hast vorhin etwas gesehen, das du nicht sehen solltest. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Es wird gefährlich für dich, wenn du so viel Zeit mit Juri verbringst. Ich weiß nicht warum, aber wenn sie mit dir zusammen ist, wirkt sie aufgeregter. An und für sich sollte das kein Problem sein. Aber wenn Juri zu aufgeregt ist, sucht sie sich ein stilles Plätzchen, um sich mit einem Taschenmesser selbst zu schneiden. Ist das nicht ziemlich verkorkst? Sie bringt sogar jeden Tag ein anderes Messer mit zur Schule, als hätte sie eine Sammlung von den Dingern. Das tut sie bestimmt nicht, weil sie deprimiert ist oder so. Ich glaube vielmehr, sie berauscht sich irgendwie daran. Vielleicht ist es sogar etwas Sexuelles, aber der Punkt ist, dass du sie dazu bringst. Ich will damit nicht sagen, dass es deine Schuld ist, aber ich glaube, dass ich dir deswegen alles erklären musste. Für sie wäre es wohl am besten, wenn du auf Distanz gehst. Bei der Gelegenheit könntest du ruhig etwas mehr Zeit mit mir verbringen. Bei mir stimmt jedenfalls alles im Oberstübchen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich weiß, wie ich mit meinen Clubmitgliedern umgehen sollte. Aber nichtsdestotrotz. Willst du jetzt mein Gedicht lesen? Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Hoffentlich findest du das auch. Speichere mich. Die Farben, sie werden nicht hell, wunderschön. Blinkend, explodierend, stechend, rot, grün, blau, ein endloser Missklang sinnlosen Lärms. Der Lärm, er hört nicht auf. Brutale, bohrende Schallwellen, quietschend, kreischend, ja, kreischend, oder? Stechend, Sinus, Cosinus, Tangente, wie eine Kreidetafel auf einem Plattenspieler. Wie ein Messer auf einem atmenden Brustkorb. Endlose Pein der Sinnlosigkeit. Lösche sie. Entschuldige, ich weiß, dass es etwas abstrakt ist. Ich versuche einfach nur, ach, ist auch egal. Irgendwelche Erklärungen hier machen keinen Sinn. Wie dem auch sei. Hier ist Monikas Schreibtipp des Tages. Ich will immer Schreibtisch sagen. Manchmal siehst du dich mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert. In so einem Fall solltest du nicht vergessen, dein Spiel zu speichern. Du weißt nie, wann, mit wem rede ich? Kannst du mich hören? Sag mir, dass du mich hören kannst. Egal was. Bitte hilf mir. Okay, das ist mein heutiger Tipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Was geht als nächstes? Zugegebenermaßen ist es besser als das letzte Gedicht. Es ist schön zu sehen, dass du dich anzustrengen scheinst. Das ist gut. Achte einfach darauf, dass du dich beim Schreiben ein wenig von jeder hier beeinflussen lässt. Du bist zumindest ein wenig von Juri beeinflusst, nicht wahr? Also ich weiß, dass nun etwas Zeit mit ihr verbracht hast oder so, aber du solltest wissen, dass Monika und ich genauso gut sind wie sie. Natürlich, was Gedichte angeht. Du solltest also
wirklich versuchen, etwas Neues zu lernen, sonst wirst du nie besser. Hier ist mein Gedicht. Ich werde dafür sorgen, dass du etwas davon lernst. Okay, ist es das gleiche? Nicht schlecht, was? Es ist viel länger als das von gestern. Das gestern war zu kurz. Ich musste mich erst aufwärmen. Hoffentlich hast du nicht gedacht, dass ich nicht mehr drauf habe. Nein, natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall ist die Botschaft in diesem Gedicht ziemlich eindeutig. Ich muss es dir wohl kaum erklären. Jeder würde zustimmen, dass es sich in diesem Gedicht um einen dummen Trottel handelt. Jeder hat ein seltsames Hobby oder ein heimliches Laster. Etwas, von dem man Angst hat, dass andere davon erfahren, sich lächerlich drüber machen oder schlecht von einem denken. Aber genau deswegen sind Leute dumm. Solange man niemanden verletzt und es einen glücklich macht, wen interessiert es dann, was einem gefällt? Ich finde wirklich, dass die Leute lernen müssen, andere dafür zu respektieren, wenn sie seltsame Dinge mögen. So wie zwei Mädchen in diesem Club, deren Namen ich nicht nennen werde. Schon ironisch. Nicht einmal an dem Ort, an dem einen Ort, wo ich mich wohlfühle, respektieren mich die Leute. Oh Mann, jetzt bringst du mich noch dazu, dass ich zu viel jammere. Warum ist es denn bitte meine Schuld? Ich respektiere dich übrigens. Tja, ich sag dann mal Danke, aber es ist schon recht klar, dass du Juri mehr respektierst, also wie auch immer. Wir haben alle unsere Gedichte miteinander geteilt, du kannst also jetzt gehen. Wem sollte ich als nächstes mein Gedicht zeigen? Juri? Ich habe darauf gewartet. Sehen wir mal, was du für heute geschrieben hast. Juri starrt mit überraschter Miene auf das Gedicht. Gefällt es dir? Veri, das ist wahrscheinlich noch besser als das von gestern. Wie hast du dir das nur so schnell angeeignet? Erst gestern hatte ich dir noch von Techniken erzählt, die du vielleicht etwas üben solltest. Vielleicht ist das der Grund. Du hast es mir echt super erklärt. Ich habe wirklich versucht, mehr Bildsprache zu verwenden. Juri schluckt sichtlich. Sogar ihre Hände scheinen zu schwitzen. Das macht mich so glücklich. Was für ein wunderbares Gefühl, Wertschätzung zu erfahren, Veri. Alles, was du schreibst, ist ein Schatz für mich. Mein Herz rast nur, weil ich es in den Händen halte. Ich will ein Gedicht über dieses Gefühl schreiben. Ist das schlecht, Veri? Ich verhalte mich doch nicht komisch, oder? Es fällt mir noch schwerer als sonst, meine Gefühle zu verstecken. Das ist mir schon irgendwie peinlich. Aber jetzt gerade will ich nur, dass du auch mein Gedicht liest, okay? Das ist so ein endlos langes, wirres Gedicht gewesen. Ich, So. Haha. Es spielt gar keine Rolle, worum es geht. In letzter Zeit stehe ich total unter Strom, daher musste ich mich etwas an deinem Stift abreagieren. Also ein Stift ist aus deinem Rucksack gefallen, also habe ich ihn mit nach Hause genommen, um ihn sicher aufzubewahren und ich mag wirklich wie er schreibt. Daher habe ich dieses Gedicht damit geschrieben und jetzt berührst du es. Es geht mir gut. Was habe ich da gerade? Können wir so tun, als hätte diese Unterhaltung nicht stattgefunden? Du kannst das Gedicht aber behalten. Ich habe ein Spezialgedicht freigeschaltet. Will ich es lesen? Okay, Leute. Wir haben alle die Gedichte der anderen gelesen, richtig? Wir müssen heute etwas besprechen. Wenn ihr euch also alle hier vorne hinsetzen könntet, geht es um das Festival? Nun, irgendwie schon. Müssen wir denn wirklich etwas für das Festival planen? Es ist ja nicht so, dass wir nur in nur wenigen Tagen etwas Interessantes auf die Beine stellen könnten. Wir werden uns nur blamieren und ganz sicher keine neuen Mitglieder für uns gewinnen. Diese Sorge habe ich auch. Ich kann nicht wirklich gut mit irgendwelchen Aktionen auf den letzten Drücker umgehen. Macht euch nicht so viele Sorgen. Wir halten es ganz einfach, okay? Schau.
Seit Veri mit von der Partie ist, sind alle etwas aktiver und wir haben mit einigen Clubaktivitäten begonnen. Darum sollten wir uns anstrengen und etwas für das Festival auf die Beine stellen, selbst wenn es nur etwas Kleines ist. Nicht wahr, Veri? Ach komm schon. Du kannst Veri nicht einfach dazu drängen, dir zuzustimmen. Er kann ja schließlich nicht Nein sagen. Schau, Monika. Denkst du wirklich, dass irgendjemand von uns in dem Club eingetreten ist und dabei an andere Leute gedacht hat? Juri hat ja nicht einmal den Mund aufgemacht, bevor Veri in den Club kam. Und was mich angeht, mir gefällt es hier einfach nur besser als zu Hause. Und Veri interessiert sich ja nicht einmal für sonderlich für Literatur. Und das wären dann auch schon alle. Tut mir leid, aber du bist echt die als Einzige daran interessiert, neue Mitglieder zu finden. Wir anderen finden es gut, so wie es ist. Ich weiß, dass du die Präsidentin bist und so, aber du solltest dir auch zur Abwechslung mal unsere Meinungen anhören. Monika ist ganz offensichtlich von Natsukis Worten geschockt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich bin mir sicher, dass Juri und Veri auch gerne neue Mitglieder hätten, oder? Ich kann zwar nicht für Juri sprechen, aber mir ist es eigentlich egal. Ich würde lügen, wenn ich so viel Begeisterung an den Tag legen würde, wie Monika es sich wünscht. Aber wenn es doch an mir liegt, die Situation zu retten, nein. Natsuki hat recht, nicht wahr? Dieser Club ist nichts weiter als ein Ort, an dem ein paar Leute miteinander abhängen. Warum habe ich nur geglaubt, dass ihr alle meine Vision teilen würden? Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir gegen neue Mitglieder wären oder so. Veri, warum bist du überhaupt in diesen Club eingetreten? Was hast du dir davon erhofft? Tja, das kann ich jetzt nicht wirklich ehrlich beantworten, oder? Tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, hattest du ja nicht mal die Wahl. Du musstest eintreten. Monika setzt sich und starrt auf ihren Tisch. Welchen Sinn hat das dann alles hier überhaupt? Was, wenn die Gründung dieses Clubs ein Fehler war? Jetzt hast du es geschafft, Natsuki. Was, ich? Ich habe doch nur meine Meinung gesagt. Ist es ein Verbrechen, ehrlich zu sein? Es dreht sich nicht um die Frage der Ehrlichkeit, sondern vielmehr um die Wahl deiner Worte. Außerdem hast du kein Recht, so für alle anderen im Club zu reden. Du verstehst das nicht. Ich wollte nur einen Ort haben, wo man gerne mit ein paar Freunden Zeit verbringt. Ist es ein Problem, dass der Club dies für mich ist? Es gibt nicht viele andere Orte für mich, wo das möglich ist. Und jetzt will Monika mir das wegnehmen. Sie nimmt dir gar nichts weg. Nein, Veri, es ist nicht dasselbe. Es wird nicht dasselbe sein, wenn sie den Club in die von ihr gewünschte Richtung drängt. Wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich auch einfach in irgendeinen anderen blöden Club eintreten können. Aber dieser, ich meine, zumindest für eine kurze Weile, war es hier echt nett. Natsuki beginnt, ihre Sachen zusammenzupacken. Ich werde nach Hause gehen. Ich habe das Gefühl, ich gehöre hier jetzt gerade nicht hin. Natsuki ignoriert Juri und läuft schnurstracks aus dem Klassenzimmer. Das ist schlimm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nun, hast du eine Meinung zum Festival? Ich weiß nicht. Irgendwie ist mir das wohl egal. Wer interessiert sich schon für diese nervige Zicke? Mir gefällt halt, wie nett und ruhig dieser Club jetzt ist. Und ich bin einfach nur glücklich mit dir hier. Aber trotzdem, ich bin die Vizepräsidentin. Es ist nicht richtig, dass ich meine Verpflichtungen derartig vernachlässige. Niemand würde ihr auch nur eine Träne nachweinen, wenn sie sich umbringen würde. Ich sollte mein Bestes tun, die Sichtweise aller zu berücksichtigen und eine richtige Entscheidung für den Club zu treffen. Aber was ist mit dir, Veri? Was erhoffst du dir von diesem Club? Juri stellt dieselbe Frage wie Monika. Eine vage Antwort darauf zu geben, ist besser als nichts. Ich denke, das Wichtigste ist, dass sich alle gut vertragen. Und dass der Club uns etwas bietet, das man so nirgendwo sonst findet. Dabei geht es meiner Meinung nach nicht um die Anzahl der Mitglieder, sondern eher darum, was jeder zu bieten hat. Letztendlich macht das den Literaturclub zu einem besonderen Ort. Verstehe. Ich bin ganz deiner Meinung. Jedes Mitglied trägt auf ganz eigene Art und Weise etwas dazu bei. Mit jedem Zu- oder Abgang von Mitgliedern ändert sich dann auch die Identität des ganzen Clubs. Tropft ihr Auge? Was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Hin und wieder ein kleiner Sprung aus der
Komfortzone halt, wenn du Monika als, also mit dem Festival helfen willst, dann bin ich dabei. In Ordnung. Tja, vielleicht können wir ja morgen mit Natsuki reden. Juri nickt. Hey Juri, gestern war es schon ein wenig seltsam, aber ich will, dass du weißt, dass ich dich immer noch für eine wunderbare Vizepräsidentin halte. Und für eine wunderbare Freundin. Monika, ich will alles tun, was ich kann, um diesen Club zum besten Club aller Zeiten zu machen. Okay? Ich auch. Ja. Lass uns für heute nach Hause gehen. Wir reden morgen über das Festival. Okay. Ich freue mich schon drauf. Sollen wir gehen, Beri? Verstehe das jetzt bitte nicht falsch, aber ich werde kurz mit Beri reden, bevor wir gehen. Mich interessiert, was er von seiner Zeit hier hält und so. Das ist mir wichtig als Präsidentin. Juri wirkt etwas angespannt, aber protestiert nicht. Okay. Ich vertraue deinem Urteil, Monika. Wenn das so ist, dann sehe ich euch beide morgen. Bis morgen. Monika winkt, als Juri das Klassenzimmer verlässt. Puh. In letzter Zeit ging es schön hektisch zu, was? Beri, ich will nur sicherstellen, dass du gerne im Club bist. Ich würde es nur ungern sehen, dass du unglücklich bist. Irgendwie fühle ich mich dafür verantwortlich als Präsidentin. Und du bedeutest mir wirklich viel, weißt du? Mir gefällt es nicht, wenn die anderen Mädchen dir das Leben schwer machen. Wo Natsuki doch so gemein ist und so. Und Juri ist ein wenig, du weißt schon. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du und ich hier die einzigen echten Menschen sind. Weißt du, was ich meine? Aber es ist seltsam. Denn in all der Zeit, die du jetzt schon hier bist, haben wir kaum Zeit miteinander verbracht. Ich meine, eigentlich sind es ja erst 2 Tage. Tut mir leid, ich wollte nichts Komisches sagen. Aber es gibt da nur ein paar Dinge, über die ich total gern mit dir reden würde. Dinge, die nur du verstehen kannst. Warte noch, nein, Geschichte. Oh, warte. Und darum, warte, noch nicht, nein. Hör auf. Oh Gott. Okay. Ich habe einfach jetzt mega random Worte ausgewählt. Hallo, Beri. Ich habe auf dich gewartet. Bist du bereit, mit dem Lesen weiterzumachen? Ich habe heute meinen besten Tee mitgebracht. Monika, ich habe dir doch gesagt, dass du nicht... ist sie schon wieder zu spät? Rücksichtslos wie immer, Natsuki. Wie bitte? Musst du meine Unterhaltungen wirklich immer mit deinem ständigen Rumgebrülle unterbrechen? Wovon redest du? Du tust ja so, als würde ich das andauernd machen oder so. Ich habe einfach nicht aufgepasst, okay? Tut mir leid. Ach Mensch. Ich bin wieder als Letzte hier. Also, Beri ist auch gerade erst hereingekommen. Hast du wieder Klavier geübt? Ja. Du musst echt viel Willensstärke haben. Du gründest diesen Club und schaffst es dann immer noch, Klavier zu üben. Nun, vielleicht nicht so sehr Willensstärke, aber ich schätze doch Leidenschaft. Es motiviert mich, viel Arbeit in die Vorbereitungen für das Festival zu stecken und... genau, ich vergaß. Was das angeht, Natsuki, wir hatten uns alle gestern unterhalten und... Tja, wir haben beschlossen, dass wir auch gerne das Festival unterstützen möchten. Wenn du uns beim Festival hilfst, dann kaufe ich dir einen neuen Manga. Tut mir leid, der letzte Teil war echt witzig. Schau. Ich habe über gestern nachgedacht. Das alles kam wohl etwas feindseliger rüber, als ich es eigentlich wollte. Ich habe mich wohl einfach nur angegriffen gefühlt oder so. Aber ich weiß, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Und neue Mitglieder zu haben, ist vielleicht ja auch gar nicht so schlecht, solange sie cool sind. Und es wäre auch nett, wenn es diesmal ein Mädchen wäre. Aber was viel wichtiger ist, ich fände es schrecklich, wenn die Sache mies laufen würde, nur weil ich nicht mitmachen wollte. Schließlich bin ich ja ein Profi. Also werde ich auch helfen. Und wir sorgen dafür, dass wir das ordentlich machen. Nun gut, Beri, was willst du heute machen? Ich dachte, dass wir haben für heute schon etwas geplant. Ah, echt jetzt, Juri? Ja, ganz genau. Wir stecken mitten in einem Roman, den wir zusammen lesen. Bist du nicht froh, dass ich ihn schon für Literatur interessieren konnte, Monika? Ich denke schon. Ich wollte nur... Ach, eigentlich ist es egal. Wirklich kein Ding. Macht ihr zwei, was ihr wollt. Danke, dass du das verstehst, Monika.
Ich habe allerdings noch eine Bitte. Hättest du etwas dagegen, wenn ich erst noch Tee koche? Überhaupt nicht. Vielen Dank. Wenn es eine Sache gibt, die mir das Lesen noch angenehmer macht, dann ist es eine gute Tasse Tee. Natürlich auch eine für dich. Juri steht auf und läuft zum Schrank. Ich folge ihr und beobachte sie dabei, wie sie einen kleinen Wasserkrug vom Regal nimmt. Einen mit einem integrierten Filter. Kannst du den einen Moment halten? Klar. Juri gibt mir den Wasserkrug und nimmt auch noch einen Wasserkocher heraus. Das hatten wir doch schon. Sie läuft an mir vorbei und setzt den Wasserkocher auf das Lehrerpult. Ich sehe einfach nur zu. Überraschenderweise sind ihre Bewegungen kein Vergleich dazu, wie sie spricht. Insbesondere ihre langen Beine sorgen dafür. Okay, könntest du mir jetzt den Wasserkrug geben? Das hatten wir tatsächlich schon. Danke, ich bin gleich wieder zurück. Ah, ich kann auch mitkommen. Das ist schon in Ordnung, bleib du hier. Es wird nicht lange dauern. Ist Juri wieder weggelaufen? Nein, diesmal ist es anders. Sie holt noch Wasser für den Tee. Oh, okay. Entschuldige das Missverständnis. Aber... Moment, wie bin ich? Tut mir leid, ich hatte ein ganz komisches Déjà-vu. Das ist doch nicht schon einmal passiert, richtig? In meinem Kopf herrscht in letzter Zeit solch ein Chaos. Hoffentlich hat man mir das nicht angemerkt oder so. Ich würde es hassen, wenn du mich für komisch hältst, wo wir doch jetzt etwas Zeit miteinander verbracht haben. Ich meine, jeder hat so seine Eigenarten. Aber wenn man die direkt preisgibt, nachdem man jemanden getroffen hat, ist das normalerweise unangebracht oder es macht einen unsympathisch. Jedenfalls habe ich das festgestellt. Ich glaube, ich kam den Leuten recht aufdringlich und intensiv vor, als ich noch etwas jünger war. Sie haben mich deswegen gemieden. Also begann ich, diese Dinge an mir zu hassen. Meine Besessenheit mit gewissen Hobbys. Und wie ich keine Kontrolle über mich habe, wenn ich mich für etwas zu sehr begeistere. Also hörte ich dann irgendwann einfach auf, mich mit anderen zu unterhalten. Wenn mich niemand für Dinge mag, die mir am wichtigsten sind, dann ist es vielleicht einfacher, sich vor anderen zu verschließen. Aber in letzter Zeit läuft irgendwas falsch. Ich weiß nicht, was es ist. Aber bei jedem Treffen im Club, klopft mein Herz wie verrückt. Als würde es mir gleich aus der Brust springen. In mir sind Energien und Emotionen aufgestaut, die ich nicht herauslassen kann. Das sorgt dafür, dass ich verrückte Dinge tue. Ich weiß nicht, warum das passiert. Beri, bilde ich mir das nur ein oder verhält sich Monika in letzter Zeit irgendwie seltsam? Seitdem ich im Club bin, war sie immer eine total liebenswerte Person. Aber in letzter Zeit fühle ich, dass ein eisiger Wind weht, wenn sie da ist. Ich bin doch nicht verrückt, oder? Bitte sag mir, dass ich es nicht bin. Ich konnte bisher noch nichts sagen, weil sie ständig zuhört. Aber jetzt sind wir endlich allein. Können wir nicht einfach eine Weile hierbleiben? Ja. Ich will einfach hierbleiben. Leute. What? Seht ihr das Auge da auf? Nur wir beide. Wir können hierbleiben, bis das Clubtreffen vorbei ist. Ist das Monika? Ich weiß es nicht. Dann haben wir den Clubraum ganz für uns allein. Niemand wird uns beim Lesen stören. Niemand wird mir das Gefühl geben, dass ich mir die Kehle aufschlitzen möchte. Es ist Monika. Das war ein Witz. Nur ein Witz. Allerdings mag ich Messer. Das hört sich vielleicht komisch an, aber du wirst das verstehen, wenn du siehst, wie wunderschön sie sein können. Ich habe eine Idee. Warum besuchst du mich nicht einmal? Dann kann ich dir meine Sammlung zeigen. Sie stammen alle von unterschiedlichen Kunsthandwerkern. Ich achte darauf, dass jedes einzelne ausreichend zu verwenden. Ich will nicht, dass sie sich einsam fühlen oder so. Niemand hat es verdient, einsam zu sein. Niemand.
Und darum bin ich so froh, dass du in den Literaturclub eingetreten bist, Veri. Jetzt müssen wir nicht mehr einsam sein. Denn wir haben einander. Jeden Tag. Mehr brauchen wir nicht. Weißt du was? Lass uns aus dem Literaturclub austreten. Wir müssen uns nicht mehr länger Monikas verlogene Bemerkungen anhören. Ganz zu schweigen von diesem anderen erbärmlichen Kind. Wir könnten jeden Tag nach der Schule zusammen nach Hause gehen und zusammen lesen, zusammen essen, zusammen schlafen. Hört sich das nicht perfekt an? Das ist alles, was wir uns hier erträumen können. Bist du nicht deshalb überhaupt in den Club eingetreten? Es ist fast, als wäre es vom Schicksal vorbestimmt gewesen. Dass unser Treffen Schicksal ist. Und jetzt können wir das Happy End erleben, auf das ich schon seit Jahren geduldig gewartet habe. Wirst du das mit mir machen, Veri? Wirst du... Wem sollte ich als erstes mein Gedicht zeigen? Monika. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt habe, Veri. Darauf erstmal einen Schluck trinken. Wem sollte ich als nächstes mein Gedicht zeigen? Nehmen wir Natsuki zuerst? Habe ich überhaupt was geschrieben? Das ist nicht übel. Nicht übel? Nun ja, auf jeden Fall so gut wie das von gestern. Ich kann zwar immer noch nicht so richtig einordnen, wie viel dir wirklich am Schreiben liegt, aber immerhin stellst du dich ganz ordentlich an. Obwohl du deine Zeit nur mit Yuri verbringst. Meines Erachtens ist es immer noch schön, Aktivitäten zu haben, an denen wir alle teilnehmen können. Du strengst dich also besser weiter an. Ich meine, ich weiß ja, dass ich nicht die Präsidentin oder Vizepräsidentin bin oder so. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass du mich enttäuschen darfst, okay? Lies dir also zumindest jetzt mein Gedicht durch. Aber nur, um das klarzustellen, dieses Gedicht bedeutet mir sehr viel. Also lies es dir sorgfältig durch, okay? Okay. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ansprechen soll, aber es gibt da etwas, das mir Sorgen bereitet. Yuri benimmt sich in letzter Zeit merkwürdig. Du bist erst seit ein paar Tagen hier und deshalb weißt du wohl nicht, was ich meine. Aber normalerweise ist sie nicht so. Sie war schon immer ruhig und höflich und zuvorkommend. Solche Sachen halt. Okay, das ist echt peinlich. Aber das muss mir jetzt egal sein. Die Wahrheit ist, dass ich mich sehr um sie sorge. Doch wenn ich versuche, mit ihr zu reden, wird sie nur wieder auf mich wütend. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, dass du die einzige Person bist, auf die sie hört. Ich weiß nicht, warum. Aber bitte versuch, etwas zu tun. Vielleicht kannst du sie davon überzeugen, mit einem Therapeuten zu reden. Ich wollte schon immer enger mit Yuri befreundet sein und es tut mir wirklich weh, das mit ansehen zu müssen. Ich weiß, dass ich mich später dafür hassen werde, dies zuzugeben, aber im Moment ist mir das egal. Ich fühle mich einfach so hilflos. Versuche deshalb bitte irgendwie zu helfen. Ich will nicht, dass ihr etwas Schlimmes passiert. Ich mache auch Cupcakes für dich, wenn es nötig ist, aber bitte versuche etwas zu tun. Was Monika angeht... Ich weiß nicht warum, aber sie wirkt bei dem Thema sehr abweisend, so als wollte sie, dass wir es ignorieren. Ich bin derzeit also wütend auf sie und deshalb wende ich mich an dich. Lass sie nicht erfahren, dass ich dies geschrieben habe. Tu einfach so, als hätte ich dir ein richtig tolles Gedicht gegeben, okay? Ich zähle auf dich. Danke, dass du das gelesen hast. Ich habe meine Meinung geändert. Ignoriere alles, was du gerade gelesen hast. Es ergibt keinen Sinn, auch nur irgendwas zu tun. Yuri ist selbst schuld, dass niemand sie mag. Kannst du mich hören, Veri? All diese Probleme werden verschwinden, wenn du nur mehr Zeit mit Monika verbringst. Für so jemand Wunderbaren wie dich sind Yuri und ich einfach zu abgewrackt. Denk ab jetzt nur an Monika. Nur an Monika. Nur an Monika. Nur an Monika. Nur Monika. Nur an Monika. Hey, zeigen wir Yuri noch mein Gedicht. Endlich. Hahaha. Yuri. Entschuldigung.
Juri hält sich mein Gedicht vor ihr Gesicht und holt tief Luft. Ich liebe es. Ich liebe alles daran. Veri, ich will es mit nach Hause nehmen. Darf ich das, bitte? Klar, wenn du willst. Du bist so nett zu mir, Veri. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so nett ist wie du. Ich könnte sterben. Nicht wirklich, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist doch okay, sich so zu fühlen, oder? Es ist nicht schlecht, was? Juri drückt sich mein Gedicht an die Brust. Ich werde es mit nach Hause nehmen und in meinem Zimmer aufbewahren. Hoffentlich erfreut sich der Gedanke daran, dass ich es habe. Ich werde mich gut darum kümmern. Ich werde mich sogar selbst berühren, wenn ich es immer und immer wieder lese. Ich werde mich an dem Papier schneiden, sodass sich dein Hautöl mit meinem Blut vermengt. Du kannst auch mein Gedicht haben. Ich weiß übrigens, dass du es ganz bestimmt behalten willst, nachdem du es gelesen hast. Hier, nimm es. Ich kann nicht länger warten. Beeil dich, lies es. Ich würde es gerne lesen. Okay, ich kann es nicht lesen. Gefällt es dir? Ich habe es für dich geschrieben. Falls du es nicht erkennst, in dem Gedicht geht es um... Aber viel wichtiger ist es, dass ich es mit meinem Duft versehen habe. Siehst du, bin ich nicht die aufmerksamste Person im Club? Ich muss mich übergeben. Ich weiß nicht. Ja, nein. Ja? Nein?